Der Traum vom Fliegen. Er kann auch zum Albtraum werden. Immer wieder verunglücken Maschinen durch menschliches Versagen oder technischen Defekt. Und dann beginnt sie, die Suche nach der wahren Ursache. Größten Aufschluss bringt dabei die sogenannte Blackbox. Neben den Trümmern, die von Unfallexperten untersucht werden, ist vor allem diese Box sehr wichtig für die Aufklärung. Ihr Gehäuse ist in einer auffallend signalroten Farbe gehalten. Das und ein eingebauter Peilsender erleichtern die Suche. Abgesehen davon besteht ein solcher schuhkartongroßer Kasten im Wesentlichen aus zwei Geräten, dem Flugdatenschreiber und dem Cockpit Voice Recorder. Allerdings, heutzutage hat jedes Gerät meist seine eigene Box und die muss noch nicht einmal eckig sein. Der Cockpit Voice Recorder, zu Deutsch Stimmenrekorder, zeichnet den gesamten Sprechfunkverkehr vom oder zum Cockpit auf. Aber auch sämtliche Gespräche und Hintergrundgeräusche im Cockpit selber, sowie alle akustischen Signale wie Störmeldungen oder Anflughilfen. Die Aufzeichnungen beginnen automatisch, sobald sich das Flugzeug mit eigener Motorleistung fortbewegt. Der Flugdatenschreiber hingegen beginnt seine Arbeit schon, sobald die Triebwerke laufen. Er ist so etwas wie das digitale Logbuch eines Flugzeugs. Über 2000 technische Parameter werden von ihm während eines Fluges gespeichert. Parameter wie Flughöhe, Geschwindigkeit und Kurs. Aber auch die Positionen von Höhen- und Seitenruder sowie der Flügelklappen und des Fahrwerks werden laufend erfasst. Erst bei Erreichen der Parkposition nach der Landung enden schließlich sämtliche Aufzeichnungen. Flugzeuge mit einem Gewicht von mehr als 5 Tonnen müssen in Deutschland eine Blackbox haben. Eingebaut sind sie heute entweder in der Mitte oder im Heck einer Maschine. Denn diese Bereiche werden bei einem Unfall am wenigsten zerstört. Und sollte es doch einmal passieren, moderne Blackboxen sind extrem robust gebaut. Ihre Panzerung kann es locker mit einem Banktresor aufnehmen. Sie schützt die Box sogar vor einem harten Aufprall aus 10.000 Metern Höhe und vor Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius. Und wasserdicht ist sie auch, bis zu 6.000 Metern Tiefe. Darum hat jede Blackbox eine Unterwasser-Ordnungsbarke. Und die piept, sobald die Box mit Wasser in Berührung kommt. Alles das zum Schutz der sensiblen Daten, die sich entweder auf einem Halbleiterspeicher oder einem speziellen Magnetband befinden. Bei der Aufklärung von Unfällen werden diese Daten dann ausgelesen. In Deutschland machen das Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in Braunschweig, kurz BFU. Dort wird die Datenkiste digital durchleuchtet. Eine spezielle Software übernimmt die Auswertung. So können die Ermittler recht schnell Rückschlüsse auf die Unfallursache ziehen. Aber sie gewinnen auch Erkenntnisse, mit denen zukünftige Unfälle verhindert werden können. So eine Blackbox ist somit nicht nur wichtig für die Ursachenforschung, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil, um Mensch und Technik weiter zu verbessern. Damit auch in Zukunft der Traum vom Fliegen nicht zum Albtraum wird.